so klein und schon ein Leatherman? Das ist der Leatherman Micra. Und wenn du wissen willst, was der kann und ob der zum Beispiel mit einem Wave mithalten kann, ja, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Leatherman Micra. Ich habe den das erste Mal vorgestellt bekommen von der Nadine. Wenn du jetzt sagst, wer ist die Nadine? Die Nadine ist immer wieder zu mir, als wir noch den Survival Shop lokal in St. Pölten hatten, immer wieder vorbeigekommen und hat mir den einmal gezeigt. Ja? Die hat öfter was gekauft, wenn du das siehst, hallo Nadine. Und hat mir den gezeigt und ich fand den interessant und nett und habe ihn mir gekauft. So, und jetzt möchte ich gleich eines dazu sagen. Wenn du jetzt wissen willst, ob der etwas für dich ist, dann will ich gleich eine Sache klarstellen. Wenn du ein Zangenmensch bist, so wie ich, dann hast du mit dem hier ein Problem. Das ist keine Zange, das ist eine Schere. Gab es da oder gibt es da auch andere Arten davon? Also jetzt nicht von Micra, aber so kleine Squirbub, egal, ich gebe da unten den Link, da wo auch kleine dabei sind, die eine Zange haben. Ja? Aber der, dieser Micra, der halt hat eine Schere. Diese Schere, die ist halt, also wenn du eine Schere brauchst, dann ist die echt cool. Also so zum Fingernägel schneiden, cool. Oder wenn du im Autobereich eine Bestwurz, das sind diese großen Blätter hier, ja, besuch mich auf Instagram, da habe ich ein lustiges Foto dazu übrigens gepostet, wenn du wissen willst, was eine Pestwurz ist, und du eine Girlande damit schneiden willst, ja, oder eine Krone oder so irgendwas, dann ist diese Schere einfach cool. Wenn du ein Angler bist, dann ist diese Schere wirklich cool, die ist echt schnittig, das kann was, das ist cool, wenn du eine Schere brauchst. Aber ich brauche das nicht. Gut. Dann hast du eine ganz kleine Klinge. Ich glaube, sollte dieses 6 cm Deutschland-Volltrottel-Gesetz wirklich kommen, dann ist das auch noch erlaubt. Ja, wie auch immer. Dann hier einen Schlitzschraubenzieher. Da. Dann hier eine Feile zum meine Fingernägel schön machen. Und einen, ich hole den Dreck unter meine Fingernägel hervor. So, Kratzer. Hast auf der einen Seite, auf der anderen Seite noch einmal einen kleinen, dann noch einen größeren einen Schlitzschraubenzieher, glaube ich, oder ist das ein Philips? Egal. Also einen Schlitzschraubenzieher, dann hier hast du einen Flaschenöffner, alles uninteressant. Das Einzige, wo ich sage, das hat ein bisschen einen Sinn, das ist diese Pinzette. Denn das fehlt den meisten Leatherman, ja, Arten. Aber da ist es dabei, finde ich gut. Die Pinzette ist brauchbar, aber sie ist nicht so toll wie die von Victorinox, muss ich einfach so sagen. So, gut gemacht, alles cool, wunderbar, und mein Fazit, ich will relativ rasch auf den Punkt kommen, ist, ich brauche das nicht so, das Ding. Es liegt einfach nur herum, manchmal habe ich es mit und zum Herzeigen und so, weil das ja Leute immer wieder interessiert, aber ich habe halt den Wave mit. Oder den Search, da habe ich vor kurzem ein Video gemacht, gebe ich da oben den Link. Das sind halt so Sachen, die ich brauchen kann. Jetzt kannst du sagen, Reine, ja, dann musst halt, wenn du deine Fingernägel permanent in Schuss halten willst, dann bist du mit dem hier richtig, richtig, weil der ist dafür gemacht. Ich meine, ich kann mir da mit der Schere auch meine Fingernägel schneiden, aber die Schere beim Wave ist nicht so cool, das ist richtig. Und ich habe unterschiedlichste Features, die ich da nicht drin habe, aber ich brauche die Zange. Und wenn du ein Zangenmensch bist und sagst, du brauchst eine Zange, dann wirst du mit dem nicht glücklich werden. Wenn du sagst, ich möchte immer irgendwas schneiden, dann ist das Richtige. So, das war's. Also ganz kurzes Video mit meiner persönlichen Meinung dazu. Aber er ist nicht schlecht, ist total okay. Link zu einem Produkt findest du natürlich unten, schau dir das ganz einfach an. Ich suche da auch einen raus, der eine Zange dabei hat. Vielleicht für diejenigen, die das interessiert. Oder ich glaube, ich habe mal ein Video gemacht, da habe ich den Squirt oder wie der heißt. Egal, ich gebe da unten den Link. Schau es dir an. Ich mag dich um einen Kommentar bitten, ja, wie du das siehst. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Glocke drücken nicht vergessen, damit du die neuesten Videos kriegst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zur Route findest du unten. Ich sage danke fürs Dabeisein. Dein René Rossmann. Bis bald, ciao.